Hallo und willkommen, meine Freunde, zurück zu Animal Shelter. Wir haben wieder ein paar Tiere, die wir abgeben können. Weitere Informationen. Also, guck mal. Puh, guck mal hier, die Gabby, die hat aber wirklich große Voraussetzungen. Finde ein neues Zuhause. Wo haben wir die Gabby denn? Da ist die Gabby. Zack, neues Zuhause finden. Und dann werden wir direkt für den Porter auch neues Zuhause finden. Da werden wir ja hier das Porter-Hündchen nehmen. Zack und zack. So. Dann werden wir jetzt gleich mal auf E-Mails warten und mal schauen, was so passiert. Ja, das können wir alles löschen. Das ist das, was jetzt hier schon, wie gesagt, die Nachrichten, ne? Die wir die ganze Zeit bekommen. So, dann haben wir die erste schon mal. So, du hast Interesse an Gabby. So, Bedingungen sind großes Haus, keine Hunde im Haus. Okay, gucken wir mal. Weitere Informationen. Unerwünscht, verschmust. Oh, guck mal, unerwünscht. Ihm wird schnell langweilig. Und er hat die Eigenschaften. Dann lassen wir das mal. Dann lehnen wir das mal lieber ab. So. Was hat er denn hier mit Gabby zu tun? Schicken wir mal einen Mitarbeiter hin. Mal gucken wir uns den mal an. Er hat ein kleines Haus. Kein Hund im Haus, okay. Katze immer, nee, der kommt auch nicht in Frage. Müssen wir leider ablehnen. Leider, leider, leider. Dann schauen wir mal, sie hier. Unerwünschte Eigenschaften. Okay, das würde scheu, ne? Aber ich schicke trotzdem mal einen Mitarbeiter hin. Mal gucken. Das erweist sich doch schon recht als schwierig, würde ich sagen. Großes Haus passt übereinander. Hund im Haus, das passt schon mal nicht. Keine Katze würde auch nicht passen. Also wir könnten es riskieren. Komm, wir nehmen es mal. Werden wir mal gucken, inwieweit wir da Punkte machen. Ich glaube zwar nicht so viele, aber die Gabby braucht ein neues Zuhause halt, ne? Komm mal hier, Gabby. Mr. Gabby hier. Ja. Du wirst jetzt abgeholt. Ich hoffe nicht, dass ich dich hier nochmal wiedersehe. Tschüss, kleine Gabby. So, dann gucken wir mal. Großartig. Ja, okay, das passt natürlich mit dem nicht überein, halt, ne? Hoffen wir mal, dass sie zufrieden ist. Herzlichen Glückwunsch. Eine weitere Reputationsstufe deines Tierheims wurde erreicht. Neue Elemente sind freizuschalten oder können freigeschaltet werden. So, wir wollten jetzt noch schnell für unseren anderen Hund schauen. Für Mr. Porter. So. Er möchte ein großes Haus, Garten und viel Zeit. Dann schauen wir mal hier. Gucken wir mal. Man könnte das jetzt hier noch durchlesen, aber leider nur ein kleines Haus. Ne, ablehnen. Dann gucken wir hier.
Unerwünscht tierischer Unruhestifter ist er nicht. So. Mal hin mit dir. Marianne Roth haben wir nicht eben schon mal bei der ein Tier abgelehnt? Ich bin mir nicht sicher. Kleines Haus. Also das würde passen, das würde passen. Die hat zwar nur ein kleines Haus, ne? Na komm, ich lehne die ab. So, was hat er geschrieben? Die ist glücklich, wunderbar. Zack. Dominic Porter. Geh mal hin. Also es wäre jetzt nichts Negatives. So großes Haus passt. Kleiner Garten. Das Haus, nee, hat keinen Garten. Komm, ablehnen. Wenn, dann wollen wir schon vernünftig viele bekommen. Vernünftig viele. Oh, was will der denn hier? Da ist nichts von. Schick mal einen Mitarbeiter hin. Kleines Haus. Hätte einen großen Garten, aber auch nicht viel Zeit. Ist beschäftigt. Ablehnen. Können wir leider nichts machen. Marianne Günther. Dann gucken wir mal hier. Mein Name ist Marianne Günther. Ich bin interessiert an Hund Porter. Daher, ich bin an eine Adoption interessiert. Ich bin ein größer Tierliebhaber, aber um einem ein Zuhause geben zu können, muss zuerst ein paar Anforderungen erfüllt werden. Ich werde mein Haus dir Tricks beibringen, also muss es intelligent sein. Ist der doch, oder? Schicken wir mal hin. Der ist jetzt nicht wirklich intelligent. Ein Haustier muss ruhig sein, der war ja Porter. Also das richtige Tier zu finden ist schon schwer, ihr seht's. Großes Haus haben wir schon mal. Garten ist erfüllt und Zeit, die ist perfekt. So, dann soll die mal den Porter abholen. So, Porterlein, du bekommst jetzt ein neues Zuhause. So. Ja, wir kommen. So, Mr. Porter, dann Abfahrt mit dir. Zack, tschüss. Oh, wie dir immer die Tatze hebt, ne? Nur gut. Schade. Aber hey, was soll's. Erweiter dein Tierheim. Für jede Stufe des Rufes, die du erlangst, erhältst du ein besonderes Token, den du im Baumenü verwenden kannst. Okay, also das heißt, wir können unser Tierheim vergrößern, wenn ich das verstanden habe. Gehen wir mal ins Baumenü und können erweitern. Wo erweitern wir denn? Ich würde doch fast behaupten, hier, oder? Ja. So, dann haben wir jetzt hier schon mal erweitert und dann funktioniert das doch schon mal prächtig. So. Und verkaufen wir das mal. Zack, einmal verkauft, kriegen wir ein bisschen Geld. So. Den im Baumodus, versuch das Gelände vorzubereiten, indem du ein Gebäude neu anordnest. Kaufe auf einer Waschanlage. Okay, für eine Waschanlage brauchen wir. Jetzt mal gucken, ob die so zufrieden ist. Bin glücklich mit meinem Nachhalt. Aber nur 400 hat die gezahlt.
So, wir wollten ja eine Waschanlage haben. So, hier haben wir die Waschanlage. Dann gucken wir mal, wo wir die hinsetzen. Können wir die hier oben noch hin? Mal die drehen. Na, da passt die nicht ganz hin, ne? Gucken wir mal, dass wir die hier vorne hinsetzen. So, haben wir das schon mal erledigt. Bring einen Hund zur Waschstation und reinige ihn. Denk daran, Hunde sind keine Katzen. Sie putzen sich nicht. Setze den Hund in den Waschbereich ab. Okay, das machen wir dann in einer der nächsten Folgen. Denn wir müssen erstmal schauen, dass wir neue Tiere bekommen. Ich danke auf jeden Fall, dass ihr zugesehen habt und würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Bis dahin, tschüss, ciao und bye-bye.